Kurt Tucholsky, Die Flecken. In der Dorotheenstraße zu Berlin steht das Gebäude der ehemaligen Kriegsakademie. Unten, in guter Mannshöhe, läuft eine Granitlage um das Haus herum, Platte an Platte. Diese Platten sehen seltsam aus. Sie sind weißlich gefleckt. Der braune Granit ist hell an vielen Stellen. Was mag das sein? Ist er weißlich gefleckt? Aber er sollte rötlich gefleckt sein. Hier hingen während der großen Zeit die deutschen Verlustlisten. Hier hingen fast alle Tage gewechselt die schrecklichen Zettel, die endlosen Listen mit Namen, Namen, Namen. Ich besitze die Nummer 1 dieser Dokumente. Da sind noch sorgfältig die Truppenteile angegeben. Wenig Tote stehen auf der ersten Liste. Sie war sehr kurz, diese Nummer 1. Ich weiß nicht, wie viele dann erschienen sind, aber sie gingen hoch hinauf, bis über die Nummer 1000. Namen an Namen. Und jedes Mal hieß das, dass ein Menschenleben ausgelöscht war oder vermisst, für die nächste Zukunft ausgestrichen oder verstümmelt, leicht oder schwer. Da hingen sie, da, wo jetzt die weißen Flecken sind. Da hingen sie, vor ihnen drängten sich die Hunderte schweigender Menschen, die ihr Liebstes draußen hatten und die zitterten, dass sie diesen einzigen Namen unter allen den Tausenden hier lesen. Was kümmerten sie die Müllers und Schulzes und Lehmanns, die hier aushingen? Mochten Tausende und Tausende verrecken, wenn er nur nicht dabei war. Und an dieser Gesinnung ertüchtigte sich der Krieg. Und an dieser Gesinnung hat es gelegen, dass es 4 lange Jahre so gehen konnte. Wären wir alle für einen aufgestanden, alle wie ein Mann, wer weiß, ob es so lange gedauert hätte. Man hat mir gesagt, ich wisse nicht, wie der deutsche Mann sterben könne. Ich weiß es wohl. Ich weiß aber auch, wie die deutsche Frau weinen kann. Und ich weiß, wie sie heute weint, da sie langsam qualvoll, langsam erkennt, wofür er gestorben ist. Wofür? Streue ich Salz in Wunden? Aber ich möchte das himmlische Feuer in Wunden brennen. Ich möchte den Trauernden zurufen, für nichts ist er gestorben, für einen Wahnsinn, für nichts, für nichts, für nichts. Im Laufe der Jahre werden ja diese weißen Flecken allmählich vom Regen abgewaschen werden und schwinden. Aber diese anderen da, die kann man nicht tilgen. In unseren Herzen sind Spuren eingekratzt, die nicht vergehen. Und jedes Mal, wenn ich an der Kriegsakademie mit ihrem braunen Granit und den weißen Flecken vorbeikomme, sage ich mir im Stillen, versprich es dir, lege ein Gelöbnis ab, wirke, arbeite, sag's den Leuten, befreie sie von dem Nationalwahn, du mit deinen kleinen Kräften. Du bist es den Toten schuldig. Die Flecke schreien, hörst du sie? Sie rufen nie wieder Krieg. Kurt Tucholsky alias Ignaz Wrobel, Die Flecken, geschrieben 1919, gelesen von Helga Heinold.